neuer Versuch hier immer noch in der Stadt. Immer noch ein ganzes Eckchen vom Theater entfernt. Aber jetzt kann ich hier die Dings nochmal versuchen anzugehen. Die Hexe. Und ich würde auch sagen, ich gehe dann mal, statt dem Typen dann direkt zu helfen, jetzt mal vorschlagen, gehe ich dann erstmal in die Basis zurück und crafte mir ein bisschen Munition und dann noch ein bisschen Kaffee trinken, also dass man wenigstens eine ordentliche Startposition hat. What the fuck? Was? Ich hab doch den Predator-Move gemacht. Verdammt, was bist du denn für ein Predator? Sebastian! Du bist kein guter Predator. Du bist kein guter Mörder. Verdammt. Dies kann ja wohl nicht wahr sein. Ich hab letztens, ich weiß gar nicht, ob ich es schon erzählt habe, keine Ahnung. Falls ich es schon erzählt habe, dann entschuldige ich mich hiermit. Ich habe letztens nochmal Dead Space 3 auf dem PC ausprobiert, weil das ja auf Origin ist. Und ja, ich habe eh diesen Origin-Account, also hier dieses Abo. Und ja, ich das halt Dead Space 3 nochmal in den Anfang ein bisschen probiert. Und zwar bis zu der Stelle, wo man dann immer mal wieder im Weltraum frei rumfliegt und dann so zu unterschiedlichen Bereichen von diesem zerstörten Schiff geschickt wird. Und hatte auch echt erstaunlich viel Spaß damit. Also hat echt Spaß gemacht, weil es halt, wenn du es jetzt auf dem PC spielst, kannst du es halt auch schön immer noch in 1080 spielen und sieht auch immer noch ganz gut aus. Und ich hatte mir dann auch noch mal ein bisschen das Field of View abgeändert. Weil die haben das scheinbar ein bisschen enger gemacht als noch bei Dead Space 1. Aber man kann zum Glück, wenn man eine Datei umschreibt, das sich nochmal neu bauen quasi und sich da noch das so hinschieben, wie man es gerne haben möchte. Was wirklich angenehm ist. Oh. Wie denn jetzt plötzlich hier? Ah, ich glaube, die springt da so ein bisschen durch die Gegend, ne? Kann sein. Auf jeden Fall konnte ich es damit dann halbwegs nochmal ganz gut spielen, habe mir das Field of View ein bisschen weiter rausgestellt und das macht halt doch immer noch so einen Unterschied, wie viel man sieht, dass man einfach Spaß im Spiel haben kann, wenn man das vernünftig steuern kann. Jetzt gucken wir mal kurz, ob das wirklich mehrere sind oder ob das nur eine ist. Und ich mir hier, naja, es sind mehrere. Und mir halt hier sehr gerne noch das Beil holen. Oh nee, warte mal, das liegt hier gar nicht mehr, weil das ist ja ein neuer. Klar, ist ja ein neuer Versuch, also liegt das hier nicht mehr. Dann gehen wir doch lieber zurück und trinken nochmal einen Kaffee. Ach, ich hätte auch andersrum laufen können, ne? Ist ja hier ein Kreis. Jetzt weiß ich es ja besser. Und dann fiel mir nämlich wieder ein, dass man in Dead Space 3 auch, so viele Schwächen es haben mag, dass man das ja auch im Koop spielen kann. Jetzt muss ich mal überlegen, wen ich irgendwie dazu überrede, das mit mir irgendwann nochmal im Koop zu spielen. Ich hatte echt Bock, irgendwie die Dead Space-Serie nochmal zu spielen. Gerade jetzt hier nach dem The Evil Within. Ist ja doch schon sehr ähnlich, so von den ganzen Mechaniken und vom Feeling her ist das schöne, klassische Survival Third-Person-Shooter. Schauen wir vielleicht nächstes Jahr mal irgendwie gucken, ob man da noch was machen kann. So, jetzt Kaffee trinken. Immer erst den Kaffee trinken, denn es dauert ewig, bis der wieder aufgeladen ist. Und dann ein bisschen Zeit totschlagen kann mit zum Beispiel Level-Ups oder Erfahrungspunkten oder so. Beziehungsweise Waffenpunkten ausgeben. Dann ist das schon mal alles ein bisschen ja, aufgeladen, bis man da wieder rauskommt. So, jetzt gehen wir hier rein. Cool. Was haben wir denn an Punkten dabei?
665 und nicht angezeigt, egal. Sollten wir hier mehr Magazin? Was will er denn dafür haben? 120. Viel Feuerrate brauchen wir nicht. Nachladezeit brauchen wir nicht verbessern. Würden für 240 ein bisschen mehr Schaden kriegen. Aber ich finde, das ist gar nicht so viel. Was würde denn beim Präzisionsgewehr passieren? 115, 130. Jetzt halt mal wüsste, wie viel das eigentlich so. Ja, wie viel das eigentlich so ist. Wieso ist denn das hier auf Stufe. Warum steht da Stufe 3? Werden die irgendwie insgesamt dann höher? Reichweite brauchen wir nicht verbessern. Den Explosivbolzen, den könnten wir mal. Schon, oder? Wenn man ihn mal einsetzt, was dann machen? 1000. So, dann gibt es nochmal Schrapnelle. Ja gut, aber 1000 Waffenpunkte, also das ist dann vielleicht was für Durchlauf Nummer 2. Verringert die zum vollständigen Laden eines Schusses benötigte Zeit. So, schon deutlich weniger und kostet auch nicht viel. Schockbolzen. Greift auf mehrere Gegner über. Machen wir uns mal 3, nur für alle Fälle. Vielleicht kann man die ja zum Beispiel im Dings benutzen, im vielleicht in diesem Verteidigungsmoment, wenn man da gegen diese Gruppe kämpfen soll. Was haben wir, das kostet. Nerv kostet 5. Dann machen wir uns mal 20 Schuss hiervon. Scharfschützenmunition. Das Scharfschützengewehr theoretisch benutzen, um mal diese Knochenfrauen zu erledigen. Ein Schlüssel neu, oder? Guck mal hier. Schockbolzen. Sehr schön. Sie wirken entspannter, Detektiv. Haben Sie einen Freund in dieser gefährlichen Welt gefunden? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, wem ich hier vertrauen kann. Anwesende eingeschlossen. Und das nach allem, was wir zusammen erlebt haben. Einsamkeit und Misstrauen sind keine Anzeichen von Wahnsinn, aber lästige Nebenwirkungen. Sich von anderen abzuschotten verschlechtert nur ihren Zustand. Sie sind ein Mensch. Sie brauchen Kontakt zu anderen wie Pflanzen das Licht. Ich brauche im Moment nur den Kontakt zu ihrer Maschine. Ich habe noch einen langen Weg vor mir. Es ist nicht falsch, vorsichtig zu sein, aber Sie können sich nicht ewig verstecken. Vielleicht sollten Sie über ein paar Kampffertigkeiten nachdenken. So, und dann habe ich, glaube ich, noch ein neues Dia gefunden. Zwei neue. Geh schon ran, Kidman. Ich bin hier. Als ich Myra das erste Mal sah, hatte sie diese Uniform an. Ich glaube, es war Liebe auf den ersten Blick. Ich wollte es mir noch nicht eingestehen. Aber als sie dann im Dienst verwundet wurde, konnte ich meine Gefühle nicht länger verbergen.
Sie war eine so tolle Ehefrau und Mutter, dass ich manchmal vergesse, was für ein guter Detective sie war. Sie hatte recht gehabt. Sie wusste, dass mit Lillys Tod etwas nicht stimmte. Ich meine, Entführung. Ich hätte ihr von Beginn an glauben sollen. Du konntest die Wahrheit nicht vorhersehen, Sebastian. Das weißt du. Ich bin's, Kidman. Schön, dass du noch da bist, Sebastian. Nach Beacon wollte ich herausfinden, was mit mir passiert ist. Alle sagten, ich hätte Wahnvorstellungen oder würde die Wahrheit verbergen. Irgendwann fing ich an, ihnen zu glauben, dass ich vielleicht verrückt bin. Ich war so frustriert, fühlte mich nutzlos. Die Trinkerei machte den Schmerz erträglich. So viel verschwendete Zeit. Ich hätte mich zusammenreißen sollen. Scheiße. Mach dir keine Vorwürfe, Sebastian. Wenn Mobius nicht gefunden werden will... Hör auf, mich in Schutz zu nehmen, Kidman. Ich hab's vermasselt. Sebastian, jetzt ist nicht die Zeit, in der Vergangenheit zu wühlen. Jetzt ist die Zeit, es wieder gut zu machen. Selbstmitleid hat dich erst zum Trinken verleitet. Du kannst dir zurückholen, was du verloren hast. Verlier das nicht aus dem Blick. Hart, aber wahr. Du hast recht, Kidman. Danke. Ich würde sagen, jetzt müssten wir eigentlich zwei Döschen kriegen. Dankeschön. So, dann versuchen wir doch mal ein bisschen offensiver jetzt hier vorzugehen. Habe ich mehr Gesundheit drin? Jetzt von denen schon so viel kassiert. Eigentlich ist es ja das Vieh hier, oder? Das müsste man doch jetzt mal ausgeschaltet bekommen. Lass halt die Großen doch noch ein bisschen in Ruhe und kümmere mich eher um die Kleinen. Die fressen halt so wahnsinnig viel Munition. Ich weiß nicht, ob sie es halt wert sind. Darauf geachtet, wie viele Punkte man bei dem Ding kriegt. Aber ich wette, wenn man hier einmal stirbt, ist wahrscheinlich auch das Ding wieder weg. Das den Schaden, den man schon angerichtet hat, ist wahrscheinlich wieder verschwunden. Hey, hey, Sie da drüben! Sie müssen mir helfen! Na los, Mann! Ich weiß, Sie können mich hören! Helfen Sie mir! Grandiosen Idee. Theoretisch würden die halt jetzt da super in der Lage stehen. Habe ich denn einen Blitzpfeil dabei? Warte mal.
Dass jetzt nur einen erwischt? Will ich verarschen? Nein, hau ab! Hau ab, hau ab, hau ab! Wieso erwischt es nur einen? Das ist doch... Nee, kommt. Also, das ist mir zu blöd. Jetzt dürft ihr mich nochmal umdrehen. Also, das ist ja hier alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Totale Verschwendung. Ja, was war das denn jetzt für ein Scheiß? Muss man eigentlich zu dem Predator die RB-Taste gedrückt halten oder nur antippen? Es kann sein, dass ich die wieder ausgemacht habe, den Angriff. Dass mich das die Entdeckung gekostet hat. Jetzt habe ich die zwei Dias gar nicht angeschaut, aber die kann ich auch später noch angucken. Also warte mal, als erstes mal machen wir uns jetzt hier die Bolzen rein. Die Blitzbolzen. Zack. So, neuer Versuch. Also wie gesagt, ich glaube, ich habe es ausgemacht, den Angriff. Und dadurch habe ich bei dem Predator-Angriff halt die Unsichtbarkeit verloren. Ungünstig, ungünstig, ungünstig. Vor allem, wo ist denn der Typ eigentlich die ganze andere Zeit? Ist der in dem Wagen drin und kommt dann in dem Moment raus, wo wir da sind? Ha, also für den Predator, man muss es doch nur antippen. So, das war jetzt nicht sonderlich elegant, aber mein Gott. Es hat funktioniert.
hätte nicht gedacht, dass jemand kommt. Sie sind aus dem Suchteam. Wie sind Sie hergekommen? Ich habe was gesucht. Was genau wäre das? Hier ist es gefährlich. In meinem Unterschlupf reden wir. Nach Ihnen. Na los! Geh nicht weg, bevor ich nicht mein ganzes Zeug eingesammelt habe. Wenn ich wiederkomme, dann ist es nämlich alles weg. Das Risiko geben wir mal hier schön nicht ein. Aber cool, dass das hier noch die ganze Zeit läuft. Ich hatte noch versucht, das Fass hier zu zerstören, aber das ist mir leider nicht gelungen. Bisschen ungünstig. Hier wären sogar zwei Fässer noch gewesen. Naja, ist der Plan nicht so ganz aufgegangen, aber es reicht ja. Ach guck mal, jetzt hier eine Zigarette, eine Dings ist hier auch nochmal. Und nochmal eine Axt. Eine Spritze, eine Doppelspritze. Der Mammut-Tank unter den Spritzen. Hoffentlich hat er eine Kaffeemaschine. Komm hier nicht rein. Ja, er hat eine Kaffeemaschine. Danke nochmal für Ihre Hilfe. Mein Name ist Sykes. Sebastian Castellanos. Castellanos, hä? Hab von Ihnen gehört. Sie haben Beacon überlebt, richtig? Woher wissen Sie das? Ich bin STEM-Programmierer, kann aber auch noch andere Sachen. Wie Informationssystem hacken. Ich weiß Dinge, die sonst niemand weiß. Nicht mal andere Mitglieder des Teams. Dann wissen Sie, wer Lilly ist. Ja, wir alle versuchen sie zu finden. Hatten aber noch kein Glück. Deswegen sind sie hier. Genau. Aber wenn sie mir dabei nicht helfen können, gibt es nichts mehr zu besprechen. Viel Glück. Hey, Moment. Wir könnten uns trotzdem gegenseitig helfen. Dann mal raus damit. Kommen Sie, es gibt hier eine Menge Sachen, die Sie wahrscheinlich gut gebrauchen könnten. Die können Sie haben, als Dank für vorhin. Kommen Sie wieder, wenn Sie meinen Vorschlag hören wollen. Gut, ich bin ganz Ohr. Wie können wir einander helfen? Sie müssen für mich einen Server im Markt neu starten. Einfaches Ding, solange keine dieser Monster in der Nähe sind. Er befindet sich hier. Moment, ich habe noch nicht zugestimmt. Was springt für mich dabei raus? Wenn Sie das erledigen, kann ich alle Vorratskisten für Sie öffnen. Und was haben Sie davon? Wenn Sie den Server aktivieren, finde ich vielleicht einen anderen Weg hier raus. Es gibt wirklich einen Weg, Union zu verlassen? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf den Versuch lasse ich es ankommen. Sie haben den Kontakt zum STEM verloren. Wir sind abgeschnitten. Wenn wir den Kern nicht finden, sterben wir alle hier drin. Falls ich keinen anderen Weg finde. Wie ist das möglich? Soll ich Ihre Zeit wirklich mit technischem Kauderwelsch vergeuden? Ich muss ihn nur einschalten? Warum ist der Server überhaupt offline gegangen? Sie müssen nur wissen, dass ich es versuchen kann, wenn Sie den Server einschalten. Schauen Sie sich um. Draußen fällt alles auseinander. Dass überhaupt was funktioniert. Andererseits könnte Mobius ihn auch selbst abgeschaltet haben. Die haben echt für alles irgendwelche Notfallprotokolle. Und Sie stellen die Entscheidung des allmächtigen Mobius in Frage? Hey, ich bin gerne Fußsoldat. Aber wenn ich entbehrlich werde, tja, dann suche ich nach dem Ausgang, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, tue ich. Also, helfen Sie mir oder nicht? Es gibt wirklich einen Weg, Union zu... Ja, ich bin mir nicht... Wenn wir den... Falls ich... Wie ist das... Soll ich Ihre... Na, das machen wir doch auf jeden Fall, ihm da zu helfen. Vorher alles einkassieren. So. Herunterwürgen. Das heißt aber, ist widerlich. Ist meine einzige Mann. Das heißt aber auch, der zum Markt geht's ja wieder komplett zurück. Wäre eine ist. Oh, es sind ja insgesamt drei. Im Schuppen war eine und oben auf dem Dach war eine. Wow. Den ich bis jetzt gesehen habe.
guck mal, jetzt ist hier das Feuer aus. Das ist die Kunst. Die Kunst. Nur nochmal auf Nummer sicher gehen. So, zeig mal her. Also. Da ist noch eins von den Dingern drin und das andere ist auf dem Weg hier hinten zurück. Ich glaube, das mache ich jetzt aber trotzdem als erstes Mal in die Nebenmission. Die Vorräte haben. Und ich tippe drauf, dass es bestimmt noch irgendwo eine vierte Kiste gibt. Hinten, im hinteren Bereich. Also da, wo die das zweite Gemälde von dem Stefano ist. Das könnte ich mir vorstellen, dass da noch was ist. So, die Kaffeetasse ist auch bald durch. So, jetzt müssen wir... Ja, klar. Müssen wir erstmal wieder ins Mark zurückgehen. Dieses weiße Zeug, was überall da unten in diesem einen Raum im Markt drin war, ob das was ist, was nur im Markt selber existieren kann, also was draußen in der Union-Welt gar nicht sein kann. Was muss ja irgendwie wichtig sein, sonst hätten sie ja wahrscheinlich nicht den ganzen Artstyle von den von der Verpackung und von den Teaserbildern und so wahnsinnig doll in dieses weiße Zeug geschoben, also in die Richtung von diesem weißen Zeug geschoben. Andererseits könnte natürlich auch nur so eine Styling-Geschichte sein, wie damals bei Batman Arkham City. Übrigens. Das ist auch eine Styling-Sache. Okay, ich dachte, man könnte vielleicht mit ihr was Neues besprechen. Das ist gar nicht so weit weg. Hier bei dem Ding. Ja, vor diesem weißen Zeug geflüchtet bin. I don't like the look of this. Da geht's nicht weiter. I don't like how this looks. Ja, und jetzt ist es, als wäre hier wieder nichts gewesen. Stehe. Tja, wie komme ich da rein? Sieh irgendwie nach da oben. Bin doch ein etwas längerer Umweg. Ah ne, hä? Ist jetzt gerade falsch gedacht vom Wegen her. Das kann auch nie und nimmer so einfach sein. Funktioniert. Ich sollte zu Sykes zurück. Ja, ich höre doch schon wieder Sachen. Scheiße! Tja.
Wir tauschen mal, ja. Was gemerkt hat, sehr schön. Und hat auch noch mal eine Axt dabei gehabt. Aber ist das der richtige Weg zurück? Eigentlich doch nicht. Okay, ich versuch's mal den anderen Weg entlang. Notfall wissen wir aber, hier liegt noch eine Axt. Zumindest jetzt gerade. Eigentlich, sobald ich da mal gestorben bin, natürlich wieder nicht. So, dann spielen wir das Spielchen nochmal. Shit. Nein, nein, nein. What the fuck? Hier für welche? Spaßverderber hier. Kann es sein, dass ich mit der einen Axt gerade zwei erledigt habe? Kann nicht nur sein. Ist so. Sehr cool. Nichtsdestotrotz habe ich den Predator-Move jetzt wieder schlechter raus als vorher. Vorstellen, dass das jetzt schon gewesen sein soll. Nee. Ah, shit. Das ist eine von den Mummies. Ey, warum ich die Mummies nenne? Von den Geisterladies. Vielleicht der besserer Ausdruck. Wieso funktioniert das manchmal nicht? Also, mal ganz kurz. Warte mal. Hier, Informationen. Tutorials. Raubtier. Zack. RB starten beenden, wenn das rote Symbol... Ja, das mache ich doch. RB zum Anklicken und dann A. Naja, ich werde bestimmt noch öfter Gelegenheit haben, es auszuprobieren. Und es gegebenenfalls zu verfeinern. Jetzt dürfte eigentlich der Kaffee hier auch aufgebrüht sein. Kaffeemaschine. Da ist er. Sehr schön. Gut, haben wir die Mission erfüllt und können die, jetzt sind sogar noch, ist wieder Munition natürlich liegen geblieben, weil ich jetzt halt Munition gecraftet hatte. Jetzt können wir aber die anderen Kisten öffnen. Und dann noch, immerhin noch drei. Ich habe nicht darauf geachtet, wann habe ich denn die Folge gestartet? Hm.
weiß es nicht. I don't know. Entweder läuft die jetzt gerade so halbwegs normal lang oder die läuft halt schon ewig. Wenn nicht drauf geachtet. Man vergisst das irgendwie total. Also, schwimmvoll. Hier ist ja auch nochmal eine Kaffeemaschine. Ist ja super. Aber eben gerade ein schluchzendes Geräusch. Habe ich zwar ein bisschen Vorräte, aber deshalb mich mit den drei Riesenmonstern anzulegen, ich weiß nicht, was das schon wert wäre. Denn so viel ist da jetzt auch nicht drin, ne? Also, schon ein bisschen überschaubar. Ich glaube, hier hinten in dem Schuppen war noch eins. Und dann ist bei ihm noch eine Kiste. Und deiner eins gewesen? Ich glaube nicht. Nee, im Diner waren es nichts. Im Diner was none. Wundert ein bisschen, dass die Hexe noch nicht öfter aufgetaucht ist. So, in so ein bisschen offenem Gebiet wäre doch eigentlich eine ideale Gelegenheit, die noch mal ein bisschen reinzuschmeißen. Aber wahrscheinlich provoziere ich es jetzt und jetzt kommt es wahrscheinlich gleich. Noch eine von den Geisterdamen offen. Die steht wahrscheinlich wieder in ihrem blöden Gang. Schade. Schade. Nein. Ja, na klar. Natürlich. Weil der Herr ja wieder seine beschissenen Kugeln sparen muss. Ja, na klar. Logo. Bloß nicht daneben schießen. Schneider, du bist so ein dummer Idiot. You are such a stupid face. Was mach ich denn da? Also sie von vorne angehen ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Und ja klar, sie hat natürlich, ich habe ja ihr zwar schon ein Beil reingehauen oder ein Messer einmal, aber das hat sie natürlich wieder vergessen, weil ich ja zwischendurch gestorben bin. Also ist das alles wieder für die Katz. Ich kann zwar die Munition an die Gegner verlieren, aber merken sie sich nicht, wie sehr sie beschädigt waren. Ja, auch schade. Um zu sagen, scheiße. Aber hier hat es sich auf jeden Fall schon gelohnt, allein für das Waffenteil. Und Nebenmissionen gegen so kleine Gegner sind sowieso immer gut, weil die verhältnismäßig ungefährlich sind und halt dann trotzdem seine Punkte bringen. Sons of Liberty. Könnte natürlich eine Anspielung sein auf Metal Gear Solid 4, Sons of Liberty, oder eben auf die historischen Sons of Liberty. Würde eher auf die historischen tippen. So, jetzt machen wir Shotgun.
Oder in einem Videospiel könnte es auch Metal Gear Anspielung sein. So, aus der Kategorie bitte kein Bullshit. Zweimal hintereinander, Alter. Was ist denn das jetzt bitte für ein Scheiß? Ach, ich hab keinen Blitzbolzen mehr. Fuck. Warte mal, kann ich mir schnell einen craften? Okay. Wieso lief denn das jetzt so gut? Okay. Aber geschenkter Gaul und so, ne? Nur die Frage, sollten wir riskieren, noch mehr von denen zu erledigen? Das bringt halt immerhin. Man könnte versuchen, sie hier reinzulocken. Das könnte ich mal machen. Das hintere Vieh, was in der Gasse war, versuchen hier reinzubringen. Der Server ist online. Ja, bin schon drin. Ich habe die Vorratskisten wie versprochen entriegelt. Versuchen Sie mal, die da zu öffnen. Oh, Handfeuerwaffe mit Schalldämpfer, das ist ja geil. Diese halbautomatische Pistole besitzt einen Schalldämpfer, der die Schussgeräusche dämpft, dadurch aber auch weniger Schaden verursacht. Bei wohlüberlegtem Gebrauch lassen sich einzelne Gegner von Gruppen weglocken. Ah, okay. Natürlich die blöde Kaffeemaschine noch nicht wieder in Ordnung. Und aber trotzdem mal speichern. Dann würde ich mal sagen, wir machen in der nächsten Mission den sehr, sehr gewagten Versuch, die andere Tante hier nochmal hier in die Falle zu locken, nämlich. Warte mal. Hier auf dem Parkplatz. Theoretisch müsste doch eigentlich auch hier noch das Wasser sein. Da kommt mir eine Idee. Warte mal, davon mal zwei. Okay, also. In der nächsten Folge der Versuch, die Viecher hier auszuschalten. Bis denn. Tschüss.